Ich bin überzeugt, die Olympiade kann nie besser durchgeführt und nachhaltiger durchgeführt werden als hier in der Schweiz, vor allem hier im Wallis. Ich glaube, dass Zucker das sehr gut gemacht hat, dass wir nicht nur das Wallis, sondern auch die anschließenden Kantone mit beeinflussen und dementsprechend zum Beispiel in Engelberg Handerstag Skispringen haben, dass wir in St. Moritz den Bob haben und eben die Sachen, die wir hier gut können unterbringen können, im Gobs den Langläufe und im Mittelwallis die alpinen Meisterschaften, eine sehr gute Lage ist. Ich bin überzeugt, dass wir ein sehr gutes Konzept haben. Ich weiß, dass das nachhaltig wird sein und dementsprechend auch langfristig für Ingenieur Tourismus eine sehr gute Ausgangslage ist. Wir wissen, dass das in der ganzen Welt gezeigt wird und dementsprechend eine hervorragende Werbung ist. Die Olympiade 2026 findet statt. Ob es hier stattfindet oder irgendwas anderes, entscheiden wir am 10. Juni.